Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Raft. Wir sind's wieder, Käppchen. Hallo. Und Nobody. Hi. Ihr Lieben, wie ihr sehen könnt, ich bin hoch hinaus. Wir haben ein bisschen das Floß, wie versprochen, ja, gemacht. Ein bisschen gegrindet, gefarmt. Und ja, Vorsicht, der Hai nähert sich. Kann sein, dass er wieder... Ah, diesmal nicht. Ja, wir haben es geschafft, halt... Was ist das? Mein Inventar ist voll. Okay. Was habe ich denn? Blätter brauche ich jetzt nicht. Ciao. Palmsamen. Achso. Die sind mir jetzt erstmal egal. Oh, hier ist eine Kiste. Habe ich unwichtige Sachen dabei, die mir egal sein können? Blätter. Bolzen, Planke, Planke. Boah. Ein Kunststoff, ciao. Der eine Bolzen, der soll nicht das Pro... Schmeiß ich schon selber Zeug weg, nee, ne? Palmblatt aufnehmen, ist mir jetzt egal. Das Holz, die Früchte... Kann ich denn jetzt... Nee. Ananas kann ich nicht aufnehmen. Schade. Habe ich noch eine Sache, die ich wegschmeißen kann, die ich jetzt nicht brauche unbedingt. Ich glaube, wenn ich das hier mache, ist das okay. Ich esse mal schnell ein bisschen was, was ich auf der Hand habe. So... Dann bringen wir noch mal ein bisschen Holz zurück. Ja, sehr schön. Kann ich nicht zerstören. Jo, dann haben wir quasi diese Insel auch abgefrühstückt. Okay. Aber noch nicht alles drumrum. Mhm. So. Ach so, ich wollte ja mal geguckt haben. Stimmt, da war ja was. Hab ich. Ich möchte uns nämlich noch eine Essenskiste machen. Okay. Kann ich dir mal die Ananas geben? Die kannst du dann gleich auch in die Kiste machen. Ja. Und ihr Lieben, entschuldigt bitte unsere Tonqualität. Discord ist zurzeit ein bisschen schwierig. Ihr hört sie wahrscheinlich auch meine Stimme jetzt bei meiner Frau. Ich mache aber mal mein Mikro auch ein bisschen weg. Dann bin ich nicht ganz so laut. Schatz, du musst ihn immer aufheben. Ich kann sie... Ist nicht schlimm. Okay. Ich heb's dann nochmal kurz so lange auf. Ja. Puh. Ja, wir haben jetzt einen Punkt erreicht, wo wirklich Holz die wichtigste Ressource für uns alle ist. Weil, ja, okay... Ich denke mal, für Hochbauen ist okay. Runtergeglitscht. Was ich noch... Boah, der schon wieder. Du steckst. Bist eine Nervensäge. Ich hab schon. Ja, ja. Oh. So. Scharnier. Schrott und Seil. Das ist nicht das Problem. So, da haben wir auch eine Essenskiste hier. Mhm. Die packe ich dann mal mit Sachen voll. Samen packe ich ganz unten hin. Ja. Da können wir nämlich alles von unten nach oben hochpacken.
Na, fall ich durch? Nein. So, na. Gut, also ich weiß nicht, ob ich es eben zu Ende gesagt habe. Ich muss, okay, weg, Kai, noch eine zweite Flasche bauen. Oder herstellen, besser gesagt, mit der ich dann das Salzwasser transportiere. Mhm. Weil das hier gerade mit dem Becher ist ein bisschen öde. Ja. Ja, nein. Also pass auf, beim Anker kann es auch einfallen, ne? Ja, okay. Vielleicht sollte man da so eine Art Zaun machen. Nee, geht nicht. Geht nicht? Geht zu außen? Eng. Zu eng. Achso. So, jetzt schauen wir mal hier, Lagerkiste. Gut, ich würde sagen, mach mal rohe Sachen unten hin, fertige Sachen oben hin. Hört sich doch mal gut an, oder? Und wie ihr sehen könnt, ihr Lieben, wir haben hier schon ein bisschen was zusammen. Wo hab ich's? Ach, war noch unten. So. Fisch. Das dahin, das dahin. Oh, die auf jeden Fall auch. Und eine Mango. Gut. Samen haben wir hier en masse. Was sind das hier? Palmsamen, Ananas, Wassermelonen. Die Ananas könnten wir eigentlich in solche Beete pflanzen. Ja, genau. Ich habe erstmal Kartoffeln, danach mach sie mir in die Essenskiste, ich pflanze dann. So. Ich habe hier Vorsicht, nicht, dass du hier reinfällst, ne? Hier fehlen noch zwei. Ja. Da können wir gleich nochmal so eins hinstellen. Ja. Und dann können wir hier vielleicht so Sachen wie Ananas reinpflanzen. Die Schuhe können wir noch holen, die sind ja sehr effektiv. Genau. So, ich mal das hier erst. Und dann haben wir das auch mal hier. Das ist sehr schön, dass die Truhe jetzt hier oben ist. Truhen, Plural. Ja, stimmt. War das auch wieder heller? Was wir auch machen könnten, weißt du, weil wir jetzt den Platz einfach haben. Mhm. Ruhe ist hier in die eine Truhe. Okay. Kartoschka. Genau. Rohes ist jetzt in der einen neuen Truhe hier. Ne? Genau. Und das Fertige in der. Schön, dann kann ich fleißig kochen. So. Das. Achso, ich wollte nochmal Glibber herstellen. Mhm. Und ist das nicht ein Träumchen mit zwei Herden? Also zwei, ja. Furnissen. Das ist schön. Karl, ich sag's dir. Karl! Ihr Lieben, wenn ihr euch wundert, warum wir den Hai Karl nennen, schaut in die vergangene Folge. Da wird's erklärt. Und die Möwe würde ich gerne Erich nennen. Können wir machen.
Warum nicht? Das Gute ist, ich kann auch von hier oben angeln. Das ist sehr praktisch. Das heißt, ich kann gleichzeitig den Karl beobachten, wenn der dem Floß nahe kommt, und die Möwe. Jo. Der nächste Schritt wird sein, dass wir das gesamte Floß ein bisschen verstärken, wie hier vorne, wo ihr seht. Da habe ich schon mal mit Metall einmal verstärkt. Und dann hat auch Karl hier ein paar Probleme mit seinen Zähnchen. Wenn man von ihm spricht. Da. Denk dran, Karl, ist noch nicht so lang her. Da war dein Vorgänger lecker. Sushi-Steak hier. So, hier haben wir Rezepte drin, stimmt. Weißt du was? Dann können wir ja sagen, das hier ist einfach nur für Samen da. Hihi, huha. Das ist normal bei mir. Würde ich sagen, Samen machen wir da rein. Also den rohen Hering und die Seeprasse mache ich nicht, weil die sind gut für die Köder. Die hebt mal auf. Okay. Ich tue jetzt was mit in die Essenskiste. In die rohe Essenskiste. Wir können das ja so machen. Hier neben der Treppe ist noch mal eine ganz kleine Box. Ja. Da kommen wir gut Ja. vorbei. Da kann man fertige Köder und sowas reinmachen. Okay, gut. Und hier in die Truhe kommen Samen. Gut, weil zwei fertige Köder sind schon. Perfekt. Weil ich weiß ja, dass du ja taufst. So, bald Zeit zum Tauchen. Hast du noch Holz, Schatz? Ja, aber nur noch 5. Okay, was ich dann mache, ich habe noch genug. Hier, das noch mal drei. Ja, ich kann es wieder nicht aufnehmen, verstehe ich nicht. Hast du keinen Platz? Doch, doch, aber das E kommt einfach nicht. Ja, bei mir war eben, was du mir hingeworfen hast, unsichtbar. Immer noch Immer noch nicht. nicht? Nein. Dreh dich mal ein bisschen drumherum. Ja. Nein. Gut, hier in die Kiste. Ja. Drei Holz. Okay, danke dir. Liegen. Bitte. Ich ernte mal die Kartoffeln. Sind schon wieder fertig. Jetzt wollen wir Jo. ja probieren. Ananas. Nee, Genau. Mango. Ananas, ja. Ja, Ananas am besten erstmal. Samen brauche ich dafür. Bin mal gespannt. So. Hoffentlich gibt es nochmal neue Samen. Wir müssen da gut aufpassen, weil das waren die letzten, also die einzigen beiden Samen, die wir hatten. Okay. Also, ich sag dir, Erich, wir. Ups, Hast ups, du gerade ups. schon Wasser nachgefüllt? Zweimal. Aber ich weiß nicht, ob Verrückt. es reicht. Ja, ich habe auch nur zweimal geholt. Okay. Ich In habe der gar nicht geguckt. Flasche? Nicht Ja, in der ja. Flasche. Schatz, hast du in der Flasche Wasser geholt? Nein, Ah, also, gut. ja. Weil nie Salzwasser jetzt in die Flasche füllen. Ja, klar. Apropos. Kunststoff brauche ich. Und das haben wir hier. Kunststoff habe ich auch noch. Bin Alles gut, gespannt. Schatz. Wie gesagt, ich habe hier. Gut.
Splitten kann man das irgendwie scheinbar nicht. Ich habe es gerade mit Shift probiert. Schade. So, gut. Dann haben wir jetzt nochmal eine Flasche für Salzwasser. Okay, sehr schön. Und man sieht das auch an der Anzeige. Es ist unterschiedlich gut. Nichtsdestotrotz. Gut. Gut. Mal speichern. Erich. Mhm. Nee, Karl, stimmt. Erich ist Karl. Die Möwe. Ja. Ah, es fängt an zu wachsen. Das ist schön. Ja. Wenn man sich konzentriert und dazu sieht, sieht man, glaube ich, sogar, dass die Ananas wirklich ein bisschen wachsen, so wie ein Subnautica. Ah, okay. Minimalst. Gut, auf der Insel haben wir ja alles abgefrühstückt. Boah, haben wir schön Vorrat. Mhm. Da hinten treibt noch einiges. Was ich jetzt mal machen werde, YOLO. So, Karl, ich bin im Wasser. Komm, put. Ja, ich hab dich aber auch erwischt. Bisschen Holz ist nie schlecht. Karl hat so eine gewisse Reichweite, also sprich Range. Und wenn man die verlässt, lässt er einen in Ruhe. Das kann auch sein. Ja, er ist jetzt wieder bei mir am Flur. Okay. Und ich wollte es nicht wundern. Bitte was, Schatz? Sag du. Bitte. Ich wollte es nicht wundern, wenn da gleich aus Knatz wieder beißt. Man muss ihn einfach in den Allerwertesten stechen. Und nee, wie ich am sagen war, es kann auch sein, dass wenn man hinter einer Insel ist, dass das auch schon Entfernung genug ist und er einen in Ruhe lässt. Mhm. Er kommt auf dich zu, Vorsicht. Hinter dir. Hinter mir? Ja. Komm, treffen wir uns mal unter Wasser. Schatzi, hi. Wo bist du? Ah, okay, von unten. Na gut, warte, du mein Freund, warte. Wacht es ab. Wieder Holz in der Kiste bei den Ködern. Okay, sehr schön. Ah, so auffüllen macht Spaß. Hm. Die Ananas wachsen schön. Das ist super. Was ich jetzt mal schon mal gucken wollte, just for fun, wie viel kostet der? 10 Planken, 6 Nägel. Okay, ich brauche wieder Schrott. Na, wir sind bei der Insel, super. Ja. Mitten wieder im Floß, sehr realistisch. Ich hole mal die Schuhe am besten noch, oder? Ja. Dann haben wir die nämlich auf einen Blick. Kannst du so hier nebeneinander. Ja. Schön dicht nebeneinander. So, verhungern sollten wir nicht mehr. Ja, da haben wir einiges jetzt. So, gegossen.
Restholz packe ich wieder hier hoch. 5 Planken. So, Schatz, ich gehe mal auf Tauchstation. Ja, hast du deinen Köder mitgenommen? Ja, wenn du mich anguckst, habe ich normalerweise schon die Atemflasche auf. Ja, hast du. Gut. Siehst gut aus. Call. Hopper, ja, hopper. Gleich nochmal Köder. Boah, dieser Schakal ist hin. Darf ich nochmal? Ja. So, du kannst. Mhm. So, ich bin tauchen. Knabbert. Ja. Wie ihr sehen könnt, es ist jetzt entspannter mit dem Sauerstoff. Ja. Deutlich entspannter. So, was haben wir hier? Schrott, den will ich. Ich nehme schon mal einen Köder in die Hand und werfe noch mal einen nach, oder? Erst wenn er fertig ist. Er fertig ist. Das war Stein, ne? Stein. Stein. Das ist nicht so schön. Schön auftauchen, komm, das packen wir. Ganz gelassen. Und abtauchen auf 3, 2, 1. So, er ist fertig. Ich werfe einen neuen rein. Jo. Hier schön viel Schrott. Hoffentlich hat er jetzt auch noch Interesse für den Köder. So, tauchen wir mal ab. Metallerz, yay. Ja, davon brauchen wir einiges. Ja. Du, nein. Ich hänge hier irgendwie fest an irgendwas. Ah, hier ist nochmal eine Kiste. Ich hab's, glaube ich, zu gut gemeint. Ich hab's zu gut gemeint. Nein. Obwohl, das, naja, das geht. Schaffst du? Ja. Er ist am Schreien. Klar, ich habe keine Luft mehr zum Atmen, aber ich schreie unter Wasser. Na, das war klar. Husch dich. Was habe ich alles aufgesammelt? Boah, schon mal einiges. Scharnier, ne, Schrott habe ich schon mal ein bisschen was. Wo ist der Köder hin? Da, er hat ihn. Ah ja, sehr schön. Genau, ab ins Wasser. Jo. Ich muss. Ich pflanze doch mal Ananas, oder? Hast du geerntet? Ja. Gab's 2 Samen? Ja. Kannst du gerne machen. Auftauchen. Gleich null darum. Brup, brup, brup. Ja, er fängt an. Und Tauchgang. Aber in der Tat, hier mit diesem Teil. Ah, ist das schön. Das macht wirklich Spaß. Ist das jetzt ein Stein oder? Natürlich. Erich, das ist nicht dein Ernst. Was ist denn? Mach dich gut. Was macht er?
An dem Samen fressen. Was fressen? An den Samen. Ach, okay. Stimmt. Erich ist die Möwe. Ich muss mich jetzt dran gewöhnen. Klar, ich habe drum gebeten, dass wir ihn Erich nennen, aber... Überfordere mich nicht, Spiel! Auftauchen, 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 auftauchen. Ja, er kommt ab. Soll ich nochmal einen Köder schmeißen? Oder? Kannst du? Ich sehe ihn jetzt nirgends. Ja, bei mir ist er noch im Floß. Oder bist du weit genug weg? Kann sein, ich weiß es nicht. Jetzt sehe ich ihn nämlich auch gerade nicht mehr. Nee, der ist bei mir. Na gut, wenn er jetzt nur hier bleibt, ist es ja okay. Ja, bleib schön hier. Ach, da ist noch Metallerz, das will ich. Also, merke mir die Stelle. Ja, und das war der Hai. Okay, soll ich nochmal oder kommst du? Ich komm erstmal zu dir. Okay. Weil jetzt werde ich wieder hungrig. Ja, jetzt fängt's an. Komm, Saris. Knurrt mir schon der Magen. Ich habe 100 Jahre nichts gegessen. Knurr. Oh, die Geräusche sind echt schlimm. Iss was, Junge. Gehst weg. Provoziere mich nicht. Hasch dich. Sollten vielleicht doch mal ein Nest machen. Ja, das Problem ist, das klappt nur, dass die da reingeht, wenn das irgendwo ist, wo sie ungestört ist. Wo wir nicht zu nah hinkommen. Ach so. Und ich wüsste da jetzt keinen Platz. Ja, ich glaube, das müssen 2 bis 3... Zwei bis drei Entfernung. Okay. Was ich gucken könnte. Oh, mein Hammer ist kaputt. Nein! Ach, der geht auch kaputt. Ja. Weil man sieht ja nicht, dass da irgendwie so ein Balken ist. Ja, oder ich habe ihn verloren, ich weiß es nicht. Okay. Kann auch sein. Egal. Ich guck mal kurz. Ich brauche 4. Gucke mal, vielleicht reicht das schon aus. Bin ich blind? Ja, bin ich. Ich hab doch... Ich gehe jetzt noch mal kurz an den Tisch. Nee, habe ich noch nicht erforscht. Aber jetzt. Beim alten Spielstand. Okay. Vogelnest. Palmblatt 6 Stück. Super. 6 Planken, 1 Muschel. Palmblatt, kein Problem. Muschel kein Problem, Holzproblem. Gut. Dann werden wir das später in Angriff nehmen müssen. Ja. Was war ich denn überhaupt da? Och, hi, du bist allmählich sehr lästig. Diese Stellen müssen wir unbedingt verteidigen. Hm. Okay.
Okay, hast du Holz zum Reparieren? Nein, leider nicht mehr. Ah, gut, dann haben wir ein Problem. Wenn er noch einmal angreift, ist das Ring hin. Gut, uns bleibt keine andere Wahl. Wir müssen. Ciao. Wir müssen weg. Schatz, du schießt mir gerade. So, hoffentlich kommen wir da schön in den Strom rein. Guck mal mit deinem Mikrofon, Schatz. Ja. Weil ich glaube, du kommst öfters mal abends ins Mikrofon. Okay. Ich habe es jetzt ein bisschen weiter weggetan vom Mund. Boah, ich bin reingefallen. Super. Ja. Gleich. Und der ist schon wieder da, natürlich. Das wird, glaube ich, wieder ein bisschen dauern, bis wir uns eingepegelt haben, dass wir, ja toll, dass wir auch so Sachen wieder. So, gut. Yay. So, ja, du gehst weg. Ja gut, von hinten kommen jetzt auch wieder ein paar Fett. Jo, jetzt habe ich eine Ameise Ananas-Samen gekriegt, was? Das kann passieren. Dann probier mal die anderen. Irgendwas ist gerade mit meiner Maus. Okay. Irgendwas ist da hinten, was komisch aussieht. Das habe ich noch nicht gesehen. Wie eine Art Qualm oder so. Okay. Oder Sprudel, irgendwas Sprudelndes. Siehst du das nicht? Nein. Guck mal, wo bist du? Bin oben. Ja. Da, guck mal, in der Richtung. Nein, das sehe Siehst du ich das nicht. nicht? Nein. Nein. Soll das. Ah, Oh, doch, da. ich glaube, das ist ein Fehler. Das könnten Fischschwärme sein. Ja. Toll, und deswegen fahre ich dahin. So, ich probiere jetzt mal noch die einen Ananas wieder einen raus. Discord hackt wieder ab. Da hinten ist wieder eine Insel. Aber ich lass mal erstmal, wir brauchen erstmal, oder? Ja, wir brauchen eigentlich viel Holz. Viel, viel, viel Holz.
So, Frage mit dem Ananassamen. Soll ich das alle noch probieren oder wollen wir warten? Lass jetzt Ananas, pflanze erstmal keine an. Ja, genau, weil es ist mir jetzt auch ein bisschen zu heikel mit allen Samen. Was wollte ich denn jetzt nochmal gebaut haben? Meine Güte. Hast du noch was, vielleicht? Warte mal. So, hat sich erledigt, habe ich. Okay. Jetzt gucke ich mal, ob das was bringt. So. So, ich habe meinen Baum angepflanzt. Okay, schön. Mal gucken. Hast du jetzt nichts mehr angepflanzt? Ich wollte Kartoffeln, aber ich habe jetzt hier gerade. Ich habe hier noch zwei Samen von. Ach nee, hast du da Kartoffeln jetzt? Ja, aber ich würde sagen, es geht ja schnell. Ist ja nicht schlimm. Schatz, wir haben die Stiefeln dafür. Ja. Egal. So. Welche Samen wolltest du jetzt machen? Melonen. Kann ich dann als nächstes. Ich find's blöd, dass man das Floß nicht richtig drehen kann. Geh weg, du gestörtes Vieh. So, da hinten kommen jetzt gleich drei Fässer, vier Fässer, fünf. Möwe, Möwe, na. Ja, ich bin da. Alles gut. Kommst du an die Fässer? Ich versuch's. Gut. Eins ja, das zweite vielleicht nicht. So, das eine habe ich hier hinten noch gekriegt. Doch, gerade so noch. Ja, schön. Aber knapp. Gehen wir mal hoch gucken. Hast du wieder Holz? 9 Stück. Müssen jetzt nämlich wirklich aufstocken. Ja.
So, mein Lieber. Fangen wir mal langsam an. Aber ich hätte gedacht, ich hätte so viel mehr Eisenerz eingesammelt. Naja. Egal. Die Palme wächst auch langsam. Das schon. Die wird uns dann auch ein Bist du bisschen. schon wieder da? Geh weg, du. Klar. Ja, genau, du Plage. Hast du vielleicht noch, oder warte mal, gucken mal, habe ich hier drin? Eins, zwei, drei. Und ich kann es bauen. Ich habe jetzt dem Erich ein Nest gebaut. Was Okay. kommt hier oben die Leiter hoch? Ja. Beziehungsweise Treppe. Auch da hinten ist wieder ein Floß, aber ist mir egal. Also unserem Boarding-Weg hier hoch. Deswegen jedes Mal, wenn er jetzt da genistet hat, kann es sein, und wenn wir hier hochlaufen, dass wir ihn stören, aber er müsste uns auch ein bisschen in Ruhe lassen. Ja, hoffentlich. Na, das könnte sein, dass das Floß sogar auf uns zukommt. Das wäre nicht schlecht. In der Tat. Dass du mir eben, als wir an der Insel gebordet haben, hat es uns, glaube ich, auch ein bisschen gedreht. Ich traue mich jetzt nicht darüber zu schwimmen. Soll ich einen Anker lichten vielleicht? Weißt du was? Ich probiere es mal, du hast recht. Erich ist oben. Ha, ich habe ihn einmal angepiepst. So. Dann gucken wir mal, was auf diesen super duper Raft oben abzugreifen ist. Jump and run. Boah, wow, hat sich ja voll gelohnt. Und back. Erich geht ins Nest. Perfekt. Ach, wie Aber oben schön. kreist noch ein zweiter Erich. Ja, okay. Vielleicht muss ich da gucken, vielleicht klappt es noch, dass ich ein zweites Nest herstelle. Aber, ja, das wollte ich gerade sagen. Karl kommt jetzt gleich. Okay. Der wird mich jetzt wahrscheinlich noch einmal erwischen. Nein. Ist geschafft. So, Anker wieder hoch. So, ich muss auch gleich wieder Wasser auffüllen. Mach gerade. Okay. Die Kartoffeln sind auch gleich fertig. Dann können wir die Melonsamen machen. So, was wollte ich jetzt noch mal gucken? Vogelnest. Sechs Palmblätter, sechs Planken und eine Muschel. Muscheln haben wir. Ist die Palme ausgewachsen? Das weiß ich nicht. Werden wir noch sehen. Trägt zumindest keine sichtbaren Früchte, also. Was dreist es?
Und unten geht's auch ab. Ach, Asten, ja! Hallo, Karl! Und, möchtest du Anker lichten, damit er besser... Ja, bitte. Wäre cool. Jetzt haben wir ja den Luxus. Oh, das will ich auch nicht mehr müssen. Ja. In der Tat. Ah, so. Welche Stelle war es hier, die Stelle? Das Fass habe ich auch noch gekriegt, was ich beischleichen wollte. Oh, ich bin am Verhungern. Ich habe Jahre nichts gegessen. Ja, ich muss auch gleich, sehe ich grad. Schatz, du lässt mich verhungern. Wie kannst du nur? Wie kann ich nur? Muss auch bald mal wieder angeln. So. Alles wieder gut. Ich falle natürlich wieder rein. So. Ja. So. So, habt ihr jetzt Melonen angepflanzt? Ja, ist ja schön. So rum, macht Sinn. Ja, bald brauche ich wieder Schrott. Der Moment wird kommen. Also Schrott hätte ich noch 8. Ah, so. Geht noch für den Moment, Schatz. Es ist nur halt so generell. So viel haben wir nicht mehr. Habe ich die Ecke nicht verkleidet? Okay, ich dachte, hätte ich. Ach so, wir müssen den Anker mal wieder licht weiter. Ja, genau. Drei Fässer in Sicht. Und da vorne ist irgendwas in den Felsen. Ja, doch, der neue Karl ist wieder da. Ah ja. Das könnten nur Felsen sein. Ja, das sieht mir nach so zwei Feldspitzen aus. Ja. Ach, so kann man es sich gut gehen lassen. Ups. So, jetzt kann ich oben wieder ein bisschen befeuern. Ach so, mein Metallspeer ist bald hin. Oh je. Deiner sehr wahrscheinlich auch. Ich habe die noch gar nicht gebraucht, weil ich habe erstmal den anderen noch genommen. Ach so. Deswegen, ich war noch Spaß. Na dann, also.
Willst du erstmal meinen haben? Nö, 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 alles gut. Ich werde nochmal zwei Metallbarren herstellen. Ich brauche Okay. nochmal ein bisschen Holz. Und dann ist alles gut. Okay. Aber von der rechten Seite kommt. Möwe. Lass die Melonen. Gut. Ja, sind doch schon schön prall. Das hab ich. So, Reserve ist da. Sehr schön. Wir sollten dann ganz schnell links weg, wenn es Rammer, obwohl es wird eng, es geht. Ja, es geht. Aber hier könnte man tauchen, Schatz, Anker. Probier's. Die Pixel ist ein bisschen Schrott. Ja, der Hai nervt mich bei der Sache. Ja, wir haben ja Köder, ist ja kein Ding. Im Beginn am besten mit, dann. Oder soll Ne, ich ihn den kannst du gleich, wenn ich sage, schmeißen. Ich mache vorher noch mal eine Sache. schmeißen? Wenn das hier denn rechtzeitig eingeschmolzen ist. Ups, das wollte ich nicht. Na komm schon, Junge. Come on. Welche Kiste war denn jetzt die für Holz? Die direkt unter der Treppe. Achso, unter der Treppe. Ja, genau die. Was ist denn das mit diesem Haken? Ah, hier, ich gehe unter Wasser freiwillig. Wenn der Haken sich festpackt, was will man machen? So, lieber Hai, hast du gleich sehr viel Spaß, wenn du das hier kaputt kriegen willst. Gut, Schatz. Ja. Ich guck mal gerade das da rein, das da rein. Das gehört nicht da rein. Das gehört nicht da rein. Sondern hier rein. Also das hier, Schatz, diese große Truhe unter der Treppe ist rein Ja. für Material. Okay. Die Melonen sind auch bald gut. Ja. Der Baum, glaube ich, braucht auch noch ein bisschen. Ich sehe noch keine Früchte. Achso, ich wollte noch mal vorher eine Sache geguckt haben. Hier war das. Ich brauche noch ein Blatt. Wie viel Blanken hast du noch? Planken, ich hatte die welche in die Kiste getan und so habe ich noch. Okay, ignoriere das mit den Planken. Jetzt wird er mich noch mal beißen. Come on. Ist noch nicht in deiner Richtung unterwegs. Noch nicht. Doch, jetzt kommt der Vorsicht. Sonst geht's ja noch gut, Jung.
Blätter. Gucken wir mal gerade. Blätter. Blätter habe ich auch noch. Alles gut. Warte, warte, warte. Eine Muschel hole ich mir hier raus. Herstellen. So, jetzt kann es sein, dass der Erich. So, Edge Badge. Aber auch nur einmal Samen gekriegt. Ja, ist nicht schlimm. So, das kann sein, je nachdem, wenn die Möwe schon jetzt mehrmals dran war. Könnte ich mir vorstellen. So, oben habe ich 3 Federn bekommen. Wir haben jetzt 2 Nester. Ja, schön. Also dürften uns diese Plagegeister auch ein bisschen, also zumindest ein bisschen weniger, hoffe ich, nerven. Ja. Bam. Gut. Würde ich sagen, ich esse noch ein bisschen. Hier, Erich. Karl, guck mal, dein Vorgänger. So, du kannst, wenn du möchtest. Ja. Oder warte, ich mach das einmal. Ja. Kannst du gleich von hier oben reinspringen. Sag einfach, wenn. Hinter dir ist das. Nein, 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 nein. Ich habe schon geworfen. Ach so. Hinter dir. Da hinten, Richtung Essen. Richtung. Ja, kannst. Nein, kann ich nicht. Also, das finde ich auch doof, dass das sich genauso. Deswegen, Schatz, immer gucken. Ja. Weil sonst kann es sein, dass er uns mal so erwischt. So, jetzt hier, da hast du den Köder. Friss. Na, brauch aber lange. Ja, der schwimmt noch hinten bei der Insel umher. Jetzt schwimmt er durchs Floß und wird dahin. Ja. Und 3, 2, 1. Genau. Und Tauschstation. Ja. Schrot, komm her. Boah, ich habe hier die ganze Zeit noch, fällt mir ein, die Atemmaske auf. Hoffentlich hat die sich jetzt nicht abgenutzt. Ja. Steintull. Pass auf die Möwen auf. Ja. Ich habe gerade noch nichts angepflanzt. Auftauchen. Boah, ich dachte, da wäre jetzt ein neues Tier. Ich dachte, das wäre so eine Art Tintenfisch oder so. Aber nein, das waren die Algen. Ah, okay. Das hat nur so komisch ausgesehen. Ich habe schon gedacht, wow, cool. Was Neues. Und ah, nee. Doch nicht. Kupfer. Wer futtert noch? Jetzt ist er fertig. Ja. Weißt du mal einen Köder hinterher oder reicht? Ja, mach nochmal einen. Gut. Ich muss mal gucken, sie sich mehr Flossen. Flossen kann man sich ja auch noch machen. Ja. Das wäre schön. Ja, blum. Bis jetzt hat er noch nicht angeknabbert den Köder. Das sieht mir nach Ton aus. Ups. So,
So, er futtert wieder. Das ist schön. Ah, hier ist noch ein gesunkenes Raft. Das schaue ich mir gleich mal an. Holz, Schrott. Metall. Ja, Metall. Wird's Nacht? Ja, ist schon. Okay, ich tauche nochmal auf, weil Sauerstoff war knapp. So, er ist fertig. Ich glaube, der ist sogar in meiner Nähe. Ja, dann kommen die jetzt langsam zurück. Ja, das war der Hai. Okay. Aber ich will noch diesen Auspuff. Wo? Also teilweise cheatest du auch, lieber Hai. Du warst nicht hinter mir. Bam, 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 bam. So. Ich überlege jetzt, wir haben jetzt von jenen noch einmal Samen. Von den Melonen und Ananas. Soll ich die Bali noch mal? Nee, lass mal drin. Geht nicht, Schatz. Du kannst, glaube ich, nur einmal. Ach so. Und hier war wieder falsch eingeräumt. Samen. Jetzt haben wir wieder zweimal Ananas. Okay, da war ich gar nicht dran. Ja, ja, ja. Wer soll es sonst gewesen sein? Der Nobody. Der macht sowas doch nie. Gut, dann kann ich nochmal Ananas. So. Noch Wasser. Ja, da haben wir ja schon einiges erreicht, ne? Ja, ist doch schön. Ich weiß nur nicht, ob ich jetzt das Teil hier schlagen muss. Ich probiere es mal, in der Hoffnung, dass ich nichts kaputt mache. Ja. Sehr schön. Ich glaube, die sind ergiebiger als die auf der Insel. Okay, dann haben sie besser. Hast du immer mehr? Solange mal wieder Samen raus. Jo, Samen rausbekommen. Wir brauchen wieder Wasser. Ja, hast du. Du musst auch ein Wasser nachfüllen, Schatz. Unten. Also ja. Oben. Ich habe es gerade erst genommen für Wässer und ich wollte gerade auch gehen. Ich habe die Flasche noch in der Hand. Ja, dann wässer doch bitte einfach mit dem Becher. Ist doch auch einfach. Ja, gut. Ja. Nee. Ohne mich, Hai. Ohne mich. Geh weg, du Vieh. Ich bin doch gerade aus der Weg. Das ist doch nicht normal. Dabei haben wir zwei Nester hier. Ja. Krabbe zu stehen. Ich weiß nicht, ob die Möwe nicht Gesellschaft mag. Also von anderen Möwen, keine Ahnung. Macht aber keinen Sinn, weil die nisten ziemlich dicht beieinander, in echt. Ja. Hm.
Essen wir mal einen Fisch. Fisch, sagte ich, hallo. Und zwei Kartoffeln. Ja, hi. Da kannst du blöd gucken. Ich bin gerade im Begriff, hier alles zu verstärken. Willst du nochmal tauchen oder wollen wir sagen, wir fahren weiter? Ich würde sagen, wir haben auch wieder über eine Stunde erreicht. Okay. Ich speichere mal und ja. Dann würde ich sagen, wir sind am Ende einer Folge angekommen, ihr Lieben. Wir danken euch recht herzlich fürs Zuschauen und würden uns freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es heißt Raft mit Käppchen und Nobody. Bis dahin, tschüss! Tschüss!